Herzlich willkommen aus der Meisenburg. Mein Name ist Anna Schneider. Wir sind hier in der Brauchsiebe Goldschmiedemanufaktur und befinden uns in der Gläserne Manufaktur. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Verena Jonetat und heute zeigen wir, wie wir in der Werkstatt mal so ein Unendlichkeitszeichen versäubern, wie wir das schön machen, damit das schön glänzt und den Feinschliff drauf machen. Aber vorerst, Verena, können wir uns doch erstmal bedanken bei allen, die durch YouTube aus ganz Deutschland kommen. Das muss man wirklich sagen. Also das ist unfassbar, wie viele Stunden sich Gäste also in Kauf nehmen, hier hinzukommen, um extra von Verena Jonetat beraten zu werden. Dann seien es Trauringe, sind es Schmuckstücke, also es ist unfassbar. Kassel, München, Hamburg, also sich wirklich auf den Weg machen, hier hinzukommen, uns kennenzulernen. Das hätte ich nie für möglich gehalten und bin total überwältigt, wenn jemand anruft und kommt, auch aus Frankfurt, und sich wirklich stundenlang also hin und zurück fährt, nur um uns kennenzulernen. Das ist der absolute Wahnsinn, und wirklich von uns Schmuck tragen zu dürfen. Also der absolute Hammer. Da wollte ich erstmal Danke für sagen. Schaltet weiterhin ein und guckt euch jede Woche die YouTube-Videos an. Also es lohnt sich wirklich auch weiterzumachen. Wir haben jetzt überlegt, wir sind ja jetzt über ein Jahr, machen wir das ja schon, Verena und ich, oder federführend natürlich mein Ehemann, und viele andere drehen immer mal mit, aber wir sind ja die, sag mal, Hauptprotagonisten. Jemand, der durch YouTube extra kommt, finde ich einen absoluten Wahnsinn. Wir haben da Riesenfreude dran, ja, ne? Das ist total schön. Und weißt du noch, letztes Mal, als eine Dame hier reinkam und sagte, ach, ich habe sie heute Morgen schon gesehen. Und ich habe gedacht, wie heute Morgen? Ich war doch nirgendwo, ich war nur unter der Dusche. Und die hatte dann halt ein YouTube-Video gesehen. Also sehr, sehr schön, wir freuen uns. Wirklich, ich habe sie heute Morgen schon gesehen. Und Verena so, hä, wo war ich denn? Und dann muss man erst mal überlegen, ne? Ja, wo denn? Ja, auf YouTube. Also das ist ganz süß. Die Gäste, die dann hier reinkommen, die denken, die kennen uns schon, obwohl wir die noch nie gesehen haben. Ja, Frau Schneider, das und das, und ihr Ehemann fährt das Auto, und sie machen ja das und das, und sie haben ja das und das als Uhr und das als Schmuck und die Anziehsachen, wo ich immer denke, okay. Also man sieht schon, wir haben Fans, die uns wirklich jederzeit anschauen oder jeden Sonntag uns folgen, und das macht uns wirklich eine Riesenfreude. Also Verena, ich habe dich heute Morgen schon gesehen. Genau. So, und jetzt einmal zurück hier zu unserem Unendlichkeitszeichen. Das zeigen wir natürlich gleich auch wieder nochmal in ganz nah. Du trägst das ja auch am genau, Arm. Genau, ich trage das hier auch am Arm. Genau. Gestern habe ich den Steg von Asia gemacht bekommen, sodass ich dann jetzt drei Sachen heute mal zusammentrage mit verschiedenen Farben. Da gehe ich aber gleich mal noch drauf ein. Jetzt zeigen wir erstmal, wie gefeilt wird, wie geschmirgelt wird, wie ja, der Feinschliff auf das schöne Unendlichkeitszeichen genau kommt. Also zuerst wird mit einer etwas gröberen Feile. Ich hoffe, ihr versteht uns noch, denn es ist natürlich jetzt laut und wirklich nicht schön. Aber wir zeigen das mal. Mach's jetzt mal ein bisschen langsamer als normalerweise. Kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also diese matte Oberfläche wird jetzt noch mal so ganz fein gefeilt, und man wird quasi immer feiner. Also das ist jetzt eine recht grobe Feile. Ich wollte schon sagen, ich zeige euch mal eine Feile, die etwas feiner ist. Genau. Die, oder es gibt natürlich ganz verschiedene, genau, die ist nagelneu hier, ein ganz feiner Hieb. Dann können wir vielleicht auch mal von nah zeigen. Also man sieht schon, dass die ist der Hieb, also die Struktur. Also genau, Struktur ist ein guter, also das ist recht rau und das ist ganz fein. Und das gibt es bei Schmiegelpapiersorten auch. Also es gibt raue, mittlere und feine Schmiegelpapiere. Die Verena ist hier auch, ich sag mal, der Erklärbär in der Werkstatt für unsere Azubis und hat wirklich eine so feine, ruhige Art, unseren Azubis alles zu erklären. Da bin ich gar nicht so gut wie Verena, und deswegen drehen wir auch zusammen YouTube. Jetzt hört sich das auch viel leiser genau an, als wenn man die grobe Feile nimmt. Deswegen, ich höre beim Durchgehen der Manufaktur, ob jemand grob feilt oder fein feilt. Oder richtig, und ob man oder richtig falsch feilt. Ne? Richtig, also, oder falsch. Wenn, genau, wenn ich hier durchfege, dann sage ich, oh, nee, an Geräusch höre ich schon, dass falsch gefeilt wird. Das fängt immer, also es ist immer so, wenn neue Azubis kommen, dann hört man das genau am Klang, am Geräusch, ob man richtig oder falsch feilt. Das ist ganz lustig, aber irgendwie, ich bin ja seit 19 Jahren selbstständig und wir reden das ja auch schon so lange im Showbusiness hier, sage ich mal, und wir hören das schon am Klang. Ich glaube, also wir gehen irgendwann mal hinterm Werktisch, ja, das wird gehört. So, und jetzt vom Feilen geht es jetzt weiter hier zum Schmirgeln. Also wenn das Grobe erledigt ist, wird es dann noch mal feiner.
Man sieht, wie die Verena die Schmiergelatte hält. Es geht alles so aus dem Handgelenk raus. Das ist natürlich jetzt eine ganz fließende, weiche, feine Bewegung, wie das so sein soll. Aber nach so vielen Meisterjahren ist Verena natürlich auch wirklich super fit am Werktisch. Und es macht mir selbst Spaß, der Verena zuzuschauen. Und ein bisschen kann ich schon das verstehen, wenn Gäste sagen, ja, ist ja wie was Sendung mit der Maus. Ich guck mal zu, wie Schmuck entsteht. Das macht wirklich auch mir einen Riesenspaß, der Verena zuzuschauen. Denn das ist wirklich schön, außer dass es laut ist, dreckig ist. Es kommt was ganz Schönes bei raus. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass immer mit so hochwertigen und luxuriösen Materialien arbeiten zu dürfen. Ne? Also es ist natürlich schon auch ein Unterschied, mit welcher Legierung man arbeitet, ob Silber oder Gold ist. Also da oder Platin ist ja genau. Zäh und hart. Rotgold ist viel weicher und feiner. Und ja, also es macht viel Spaß, ne? Genau, an einem Schmuckstück zu arbeiten, was wirklich sehr hoch legiert ist. Also das finde ich auch. Das ist total, total schön. Das ist unsere Passion, Verena. Ja. Jeden Tag. Ja. Es glänzt schon fast. Ja. Und danach kann genau, halt das mal in die Kamera, damit man das vielleicht noch mal ein bisschen mehr sieht. Die Oberfläche ist jetzt schon ganz weich und fein. Die war vorher rau und jetzt ist sie schon ganz, ja, ganz glatt. Und irgendwann ist sie dann so wie hier hochglänzend poliert. Und dann? Aber das ist das gleiche Schmuckstück, das denkt man gar nicht, ne? Wenn man das mal so nebeneinander legt. Auch die Proportionen sehen ja ganz anders aus. Ne? Also es ist ja viel, viel feiner hier. Das sieht ja sehr technisch noch aus. Massiv sehr und grob, eigentlich gar nicht so schön. Genau. Deswegen mögen wir eigentlich auch gar nicht in der Manufaktur zu filmen. Aber wir werden immer wieder gebeten, zeigen Sie doch mal, wie das entsteht. Und deswegen lassen wir uns immer breitschlagen, dass wir dann doch mal was filmen aus der Manufaktur. Aber das Schmuckstück fertig sieht natürlich wirklich viel schöner aus. Ich kann ja noch mal zeigen, was das Schmuckstück sonst noch so kann. Verena, guck mal hier, wir zeigen mal. Man kann nämlich hier die das Leder abmachen, genau, und könnte das dann auch an, ich sag mal, das Schmuckstück machen, wo keine Brillanten drin sind und kann das wirklich im Handumdrehen einfach, einfach verändern, sodass man das auch am Seidenband tragen kann oder auch ganz pfiffig einfach am Hals oder als Gürtelchen. Also man kann natürlich mit dem Schmuckstück spielen und nicht nur am Hals, also an der Hand tragen oder am Arm, sondern wirklich auch viele Sachen mitmachen. Genau, wenn ich das jetzt anlege und man hat viel Fantasie, dann kann man sich vorstellen, wie das aussieht, wenn das ohne Brillanten ist. Auch das ist super. Also ich habe jetzt 3 Schmuckstücke mit Brillanten an, aber eigentlich beraten wir hier so, dass wir vielleicht Glitzer zu Nicht-Glitzer kombinieren. Denn nur Glitzer ist langweilig, nur kein Glitzer ist langweilig. Deswegen die Kombination zwischen einem polierten Schmuckstück und einem ausgefassten Schmuckstück mit Brillanten ist doch eigentlich das, was am spannungsvollsten ist, oder? Bin ich auch. Wobei... Glitzer ist auch immer Glitzer schöner. Geht immer. Glitzer genau. Geht immer. Ja, ich hoffe, dass Sie jetzt wieder den nächsten Eindruck gewinnen konnten und dass wir ein bisschen aus der Manufaktur zeigen konnten. Verena hat heute gefeilt, grob, fein, geschmirgelt. Heute nicht poliert, das machen wir beim nächsten Mal wieder. Genau. Und ja, auch danke, dass du so einen Spaß dabei hast und auch immer unsere Gäste so berätst und wir wirklich... auch jeden Tag unser Bestes natürlich geben. Also dranbleiben, einschalten, liken, auch mal auf Instagram gucken und einen schönen Sonntag noch. Und wir sagen bis bald. Mein Name ist Anna Schneider. Herzliche Grüße auch von mir aus der Meisenburg. Mein Name ist Verena Jonetat. Tschüss.